Als Waage sind sie immer harmonisch und ausgeglichen. Aber das können Ihnen die Sterne flüstern. Ihre Finanzen sind es nicht. Achten Sie in Zukunft bei Ihren Investitionen auf die Balance. Die eine Hälfte in diese Hand, die andere Hälfte in diese. Mit dem Rest können Sie machen, was Sie wollen. So, Marcel Gewilke, 0:0 beim Top-Team Mainz. Damit kann man eigentlich ganz gut leben, obwohl vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Ja, ich denke, in der jetzigen Lage muss man damit zufrieden sein, ganz einfach. Sicherlich hat man 2-3 Chancen, die aber auch Ecke setzt die letzte Minute, wenn ich dann denke. Ich glaube, vor 2 Wochen verlieren wir das Ding da 1-0. Ja. Unterm Strich, denke ich, ist es irgendwo gerechtfertigt, das 0-0. Es war aber nicht nur kämpferisch gut, sondern ich hatte den Eindruck, ihr wart auch richtig taktisch sehr gut eingestellt. Ja, wir wurden sehr gut vorbereitet auf den Gegner. Auch die Schlüsse aus dem Hinspiel wusste man, dass sie sehr viel Fußball spielen. Daran lag vielleicht auch unsere Chancen, diese Ballgewinne, die hohen Ballgewinne und dann schnell umschalten. Das hat, denke ich, ganz gut geklappt. Ja, vielleicht muss man das eine oder andere noch ein bisschen besser ausspielen, dann kann man hier einen Auswärtssieg landen. Jetzt haben wir 2-mal gegen Top-Teams sehr gut abgeschnitten. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine ganz, ganz üble Aufgabe zu Hause. Da ist ganz klar, was die Erwartungshaltung ist gegen die anderen da drüben. Ja, sicherlich. Das ist wieder ein Derby mal wieder. Ne? Da haben wir ja schlechte Erfahrungen dieses Jahr. Aber das ist auch wieder Frankfurt 2, eine Mannschaft, die den Fußball spielt. Ich denke, das kommt uns entgegen. Da müssen wir mannhaft dagegen arbeiten und dann versuchen mal vorne ein Tor zu schießen. Und dann versuchen, 3 Punkte einfach einzufahren am Samstag. Okay, ich danke dir, ich wünsche dir was. Ja, danke. So, Tahiri ist jetzt bei uns. Ganz kurz, was war denn da eben los? Da war es ja nochmal richtig hektisch eben an der Linie. Ich weiß nicht, Schiri hat gesagt, dass so reingehen. Und danach hat mir eine gelbe Karte gezeigt und keine Ahnung, passiert. Hast du sofort Geld bekommen mit der ersten Aktion, ne? Ja, Glück gehabt, ist egal. Jetzt. Aber gut, ansonsten denke ich, kann das ja Mut schöpfen, dass man jetzt 2-mal gegen Top-Teams so gut abgeschnitten hat. Ja, immer gegen gute Mannschaften macht es Spaß zu spielen. Und gegen gute Mannschaften, wir sind immer besser. Und das nächste Spiel gegen Eintracht Frankfurt, gehen wir wieder Gas geben und mal gucken. Und da gibt es keine Entschuldigung, da muss draufgegangen werden. Das Ding wird gewonnen. Versprochen? Versprochen. Danke, so ist recht. Daniel Endres, der Kapitän, ist jetzt bei uns 0:0. Das kann man eigentlich unterschreiben, passt. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall wieder ein Punktgewinn für uns. Nach der Leistung, denke ich, können wir hochzufrieden sein. Wir haben das Spiel wieder gut angegangen, wie in den paar Tagen zuvor gegen Sonnenhof. Und siegen einfach die Mannschaften von oben, die auch mehr Fußball spielen wollen, als die Mannschaften, die sich nur hinten reinstellen gegen uns. So, und jetzt haben wir aber natürlich eine ganz komische Aufgabe. Jetzt haben wir 2-mal gegen, wie du es eben gesagt hast, gute mitspielende Mannschaften gehabt. Das wird jetzt nicht so lustig. Zu Hause ist ganz klar, wie die Erwartungshaltung ist gegen die Hühner da drüben. Ja, ist ganz klar, zu Hause sind die Erwartungen immer ganz groß. Wir wollen jedes Spiel zu Hause gewinnen und werden natürlich von Anfang an Vollgas geben, wollen uns selbst was beweisen auf jeden Fall, dass wir mal die Jungs von da drüben auch aus dem Stadion raushauen können. Was können wir mitnehmen, warum das Ding jetzt, warum der Bock umgestoßen wird, warum das Derby gewonnen wird? Ja, ich glaube, heute und das Spiel gegen Sonnenhof hat man gesehen, was in uns steckt. Ich glaube, darauf kann man guten Mutes aufbauen und ich glaube, da kommen noch ein paar Prozente mehr raus am Wochenende gegen die Frankfurter. Ich guess, du bist der Einzige, der so richtig weiß, was das Ganze bedeutet für die Fans, auch noch gegen die zweite Mannschaft da zu spielen. Du musst da nochmal richtig ran, auch nochmal richtig einen Vortrag halten, glaube ich, in der Kabine. Ja, ich denke schon. Also es war sehr, sehr schmerzhaft, dort zu verlieren und ich glaube, es möchte sich keiner mehr antun. Sowas nochmal zu erleben, deswegen werden wir alle hochmotiviert sein, ein bisschen die Haarspitzen und Vollgas. Für uns gibt es nur einen Weg und der heißt nach vorne. Macht es, wir stehen zu euch. Dankeschön. Meine Damen und Herren, begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz. Heiße Sie alle recht herzlich willkommen und besonders unsere Gäste von OFC Kickers Offenbach, Trainer Rico Schmidt und unser Trainer auf jeden Fall. Herzlich willkommen allen und ich möchte Ihnen sofort das Wort erteilen. Ja, Servus. Hart umkämpftes Match. Ging bis zur letzten Minute hoch und runter. Daniel Endres, stellvertretend für die Mannschaft, zeigt, was die Mannschaft sich auch heute hier vorgenommen hat, nämlich zu punkten gegen eine spielstarke Mannschaft. Das hat man von Anfang an auch, glaube ich, gesehen. Wir mussten mit dem Fabian Becker und Christian Kappek zwei Stammkräfte, Offensivstammkräfte, die auch viele Tore schon für uns geschossen haben, leider ersetzen. Zum einen gesperrt Christian Kappek, Fabian Becker auch krank.
und habe mir so ein paar Dinge zurechtgelegt, die weitestgehend gegriffen haben. Dennis Schulte wieder reingenommen in die Offensivposition, wo wir wissen, dass er jetzt nun nicht der absolute starke Offensivspieler ist, sondern er hat auch seine Stärken in der Defensive, aber ist einer unserer schnellsten Spieler. Sascha Korb vorgezogen, Stefano Meyer wieder reingenommen in die Viererkette, um die Außenposition auch ein Stück weit zu stärken, weil wir ja wissen, dass auch die Mainzer ein sehr dominantes auch Ballbesitzspiel mit ihren schnellen Außenspielern, auch schnellen Spitzen, immer wieder versuchen, über die Außen zum Erfolg zu kommen. Das hat weitestgehend funktioniert, auch in der ersten Halbzeit. Da haben wir uns manchmal das Leben etwas zu schwer gemacht, indem wir dort im eigenen Ballbesitz den Mainzern die Gelegenheit gegeben haben, zu früh zu pressen und wir dort den Ballverlust provoziert haben, selber provoziert hatten. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit etwas besser gemacht, dass wir dort einfacher gespielt haben, wo es in Szenen gar nicht geht, herauszuspielen, wo der Gegner dort lauert. Da haben wir uns das Leben schwer gemacht. Wir hatten einige gute Möglichkeiten, die Mainzer auch in der ersten wie zweiten Halbzeit. Ich denke, es geht mit dem 0-0 in Ordnung. 2x0-0 gegen zwei Spitzenmannschaften in der Situation, wo wir nach wie vor den Blick nach hinten haben mit der roten Linie. Die spielerische Leichtigkeit bei dem anderen fehlt im Moment, aber das kompensieren wir mit einem enormen Aufwand, Laufaufwand, kämpferischen Einsatz machen wir das Wett und man sieht auch, wie die Mannschaft auch füreinander einsteht und wie gesagt, Daniel Endres stellvertretend rettet uns den Punkt hier in der letzten Minute. Danke. Ich danke Ihnen. Nun, lieber Martin, darf ich dich bitten, deinen Kommentar zum Spiel abzugeben. Ja, was habe ich zum Spiel zu sagen? Also, Vormerk mal was Gutes zum Start, 0-0, kein Tor gekriegt. Letzte 10 Spiele 9x0 gespielt, hört sich wunderbar an. Ich glaube, da hat die Arbeit gefruchtet, wo wir Defensivinhalte im Training abbilden und auch trainieren. Aber ich glaube, dass wir irgendwo die Offensive vergessen haben, die Offensivansätze. Vorne aufgerollt, also muss ich sagen, die erste Phase des Spiels war so gewollt. Wir wollten nicht unbedingt über Ballbesitz am Anfang rein und schön. Wir wollten mal den Ballbesitz in Gegners Hälfte verlegen, um da Bälle dann zu erobern, mit denen wir umschalten aufs Tor wollen. Und ich glaube, das ist zum Teil geglückt. Wir hatten ein paar gute Balleroberungen in Gegnerhälfte. Das war heute eines unserer Spielziele. Balleroberungen in Gegnerhälfte. Wir wollten je Halbzeit 10 dieser Bälle haben. Ich glaube, erste Halbzeit haben wir es knapp erfüllt. Zweite, glaube ich, nicht mehr. Ich werde es nachzählen. Und mit den Bällen haben wir dann in der letzten Zone nichts Gescheites angefangen. Vor allem haben uns da heute auch die positionstechnischen Anforderungen, denen haben wir heute nicht genügt. Das Flankenspiel war zu wenig. Ich glaube, wenn von den 10, 12 Flanken, die da reingehen, nur die eine von uns richtig erreicht, aber die Bälle war nicht sauber eingespielt. So, zweite Phase haben wir begonnen, dann aufzuspielen. So in der ersten Halbzeit, zweiter Phase haben wir dann begonnen aufzuspielen. Ist sozusagen geglückt. Kam ein bisschen besser ins Spiel und mit dem 0-0 zur Pause konnten wir eigentlich leben. Zweite Halbzeit raus und ja, hoch und runter, wie ein Trainerkollege auch schon gesagt hat. Dann immer wieder zu wenig sauber ausgespielt, aber was wir heute in der Vorwärtsbewegung, Bälle, die wir erobern, mit sehr viel Aufwand Bälle erobern und die dann so einfach wegzuschenken, das war heute ein schlechtes Beispiel und geht dem Klecks im Sauberheft, also da kann ich nicht zufrieden sein. Und das ist eine Kopie des Spiels vor 2 Wochen hier gegen Großasbach, haben wir dasselbe Problem gehabt und wenn die Bässe ankommen, ich glaube, hätten wir noch die eine oder andere Chance mehr kreieren können. Aber heute, glaube ich, haben wir auch keinen Sieg verdient. Wir hatten zu wenig klare Chancen und das am Schluss wäre, glaube ich, dann zu gut und zu viel gewesen. Ein Innenverteidiger einwechselt, der dann noch einköpft. Wunderbare Tat von eurem Torwart. Also, ich wünsche euch Offenbacher alles Gute. Ich habe heute ein Team gesehen, das, glaube ich, als Team eine Topleistung heute gebracht hat. Ich glaube, die Trainerhandschrift auch zu sehen war auch ein Kompliment an meinen Trainerkollegen und auf uns wartet sehr viel Arbeit und mit der Arbeit gehen wir in die nächste Zeit rein und am Samstag geht es ja schon wieder weiter. Wenn wir gucken, was wir da an Jungs im Kopf drehen können, dass wir ein bisschen sauberer werden. Sonst 0-0 nehmen wir mit, ein Punkt, wie gesagt, die 0 steht. Jetzt muss man gucken, dass vorne mal die 1 steht. Dankeschön fürs Kommen und schönen Abend noch. Ja, vielen Dank, lieber Martin.
Jetzt möchte ich Sie bitten, falls Sie Fragen haben an die beiden Trainer, diese an die Trainer zu richten. Von Ihrer Seite aus. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Den UFC, den wünschen wir noch alles Gute in der weiteren Saison. Und lieber Martin, wie du auch gesagt hast, bald steht auch mal die Eins vorne. Alles Gute, kommen Sie alle gut nach Hause. Und wie gesagt, uns, den beiden Trainern, viel Glück weiterhin. Vielen Dank. Bitte.